Shalom und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Heute ist es endlich soweit. Nein, nicht das LR Majin Vegeta Dokkan Awakening, der steht hier gerade so, aber. Heute ist es endlich soweit. Ich werde meinen LR Son Goku auf Super Tech Level 20 bringen. Irgendwie merke ich gerade, dass ich meinen Sprachfehler schon wieder entwickelt, also machen wir das mal ein bisschen schneller. Nein, Quatsch. Ich habe endlich erneut 777 Medaillen gefarmt. Ich hatte ihn ja schon fertig. Ein paar haben erst jetzt angefangen. Ich habe jetzt weitergemacht. Und habe einen zweiten Goku auf SA 10 hochbekommen. Ich hatte noch ein paar Gokus übrig vom damaligen Crossover-Event. Dann habe ich zwei STR-Gokus Familienkamera in ihn reingefeedet, weil die scheiße sind. Dann eine 50% Chance genutzt von einem physischen Goku aus dem Summon. Und zuletzt einmal die Methode mit Epic Showdown gemacht. Und jetzt ist er hier. Super Attack Level Max. TUR Goku, ich habe ihn schon einmal awaked. Ich dachte aber, das LR Awakening heben wir uns nochmal für hier auf, weil es einfach super cool ist. Und ich merke, dass ich Husten bekomme, das ist gar nicht cool. Ich möchte mich mal kurz, bevor das Video richtig losgeht, für 5000 Abonnenten bedanken. Ein großes Special wird da jetzt nicht kommen. Ich habe ja gesagt, ihr dürft gerne das Giveaway etwas ansehen, weil ich wüsste nicht, was ich jetzt groß machen kann. Es werden wahrscheinlich immer wieder mal kleine Specials geben, aber ich werde die jetzt nicht an die Zahlen einfach binden. Also manchmal vielleicht schon, aber jetzt nicht unbedingt zwingend, deswegen wundert euch nicht. Aber trotzdem hier nochmal ein riesen Danke für die 5k Abonnenten. Wirklich ultra nice von euch. Und jetzt gehen wir zu dem, weshalb ihr hier draufgeklickt habt, zum LR Goku Dokkan Awakening. Oh, beziehungsweise zum SR20 Feeden. Dafür awake ich ihn jetzt hier. 785 Medaillen habe ich. Und jetzt habe ich einen zweiten LR Goku hier einfach. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn ich bedenke, wie lange es gedauert hat, den ersten zu machen, aber. Cool. Auf jeden Fall ganz cool. Und 7.770.000 Seni kostet das einfach. Das ist so fucking teuer. Ich werde mir LR Satan nicht leisten können. Das ist schrecklich. Ich gucke auch mal wieder zwischendurch nach, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas vergessen habe, aber im Notfall reverse ich ihn halt einfach. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir Dokkan awaken ihn jetzt so. Oh Gott, das hypt mich ja schon wieder ein bisschen. Dann so die kleinen Sachen, die auch einfach mal wieder froh machen. Zum Beispiel eine legendäre Karte auf SA20 hochfarmen. LR Goku! Klappe die zweite! Moment, das möchte ich mir jetzt kurz angucken. In der Charakterlist. Einfach nur, weil es so cool aussieht, wenn hier so zwei LR Gokus oben chillen. Mach ich auch kurz einen Screen von. Sieht einfach ultra sick aus. Zack. Ach, ich mag das. Einfach das schon anzusehen ist cool. Und jetzt werden wir aber. Kurz mal, ich will gucken, wie viel EP der mir gibt. Diesen LR Goku hier. Der richtige gehabt mit Rainbow Star. Maximales Dupe System. Sehr gut ausgebessert. SA10. Hochfeeden mit diesen LR Goku und ihn auf SA20 bringen. Ah, der gibt aber kaum XP, wie es aussieht. Eins davon, vier davon, zwei dazu. Wenn nicht, ich habe eine Idee, glaube ich. Ah ne, warte, das reicht schon. Fünf Stück, SA20 und maximales Level incoming. Hype. Dafür verschwende ich gerne mal einen Paikuhan. Der sich selbst fertig macht. Ich habe die Animation, glaube ich, nie komplett angesehen. Und er ist vollbracht. Super Attack, Level 20 ist erreicht. 150 maximales Level ist also auch erreicht. Und der Rainbow Star für Dupe System ist auch da. Meine Damen und Herren, ein wahrlich perfekter Legendary Rare Goku. Bin ich ja schon ein bisschen stolz drauf. Weil es echt ein mega Gefarme war. Und man hätte ihn wahrscheinlich besser skillen können, ich glaube ein bisschen mehr auf Additional Catch, aber ich mag halt Crit. Wenn ich einen Super Saiyan 3 Angel Goku ziehe, ich werde auch ein bisschen nach dem Hunten, dann wird das ultra geil. Aber das hier macht mich gerade sehr glücklich. Und wir werden ihn natürlich jetzt auch austesten, nur in einem kleinen Event so. Wir werden auf jeden Fall, wenn ihr euch das wünscht, könnt ihr gerne mal Hashtag LR Goku machen, wenn ihr erst noch dran seid. Nein, Quatsch, wenn ihr euch wünscht, dass mal so ein größeres Testing-Video kommt, zum Beispiel im Boss Rush in einer kleinen Stage, dann gerne mal Hashtag LR Goku in die Comments ballern. Dann werden wir damit ein ausführliches Test machen. Ein ausführliches Testvideo, Verzeihung. Wir nehmen mal die Semi-Stage hier. Wir werden es dann wirklich nämlich einen Boss-Rush machen, wie mit dem Super Saiyan 4 damals. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das echt spannend wird. Ich werde mir nämlich auch noch Gotenks kaufen, damit ich ihn auch komplett testen kann, weil jetzt gerade kann ich nur. Ich muss irgendein Team auflösen. Mach mal das hier weg. Jetzt gerade kann ich nämlich nur Freezer als Leader nehmen. Wenn ich ein komplettes Tech-Team halt machen möchte, und das möchte ich. Zack, 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 zack. LR Goku, Super Saiyan 4 Gogeta. Natürlich, Vegeto.
Supporter. Ich würde sagen, du plus 3. Das ist ein sehr guter Supporter. Und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich nochmal einen Damage. Ach nee, warte, die haben denselben, also kann ich den gar nicht mehr machen. Ich würde noch einen Supporter reinklatschen. Attack plus 20 und Key plus 2, wenn 50 or about. Ah, ob das jetzt besser ist, aber er ist an Damage gebunden, ist das Ding. Ich glaube, ich möchte an letzter Stelle Gohan reinklatschen. Dann seht ihr, wenn er nicht wäre, könnte ich ein super cooles Super Saiyan 3 Team machen halt. Würde ich einfach direkt tauschen, obwohl ich mit dem Freezer tauschen und dann auch so machen. Da es jetzt aber Freezer als Leader ist, muss ich auch die Fruit of Might einmal mitnehmen und ich möchte einmal die Bulma mitnehmen, um den Damage halt zu erhöhen. Und ich bin gespannt. Ich schätze auf circa 500.000. Ihr dürft auch jetzt gerne eure Schätzung in die Kommentare schreiben, wenn ihr, also nur wenn ihr es nicht wisst, wie viel Schaden er macht oder was ihr jetzt denkt. Das Omega-Event wird mich ausbremsen. Freezer und dann... Ja, wir gehen mal geradeaus. Der Weg sieht nicht zu schwer und nicht zu einfach aus. Beerus hat nämlich dieses Damage-Reduction-Ding, was mir auf den Sack gehen würde. Und ihr seht die Maus gerade, das tut mir leid. Also, dass man im ganzen Video sieht. So, ich habe jetzt schon Key-Probleme. Das ist gar nicht cool. Und der Key-Supporter ist erst in der dritten Runde dran. Naja, das ist jetzt nicht so optimal. Aber ich glaube, so kriege ich eine kleine grüne Welle runter. Nein, die INTs blocken das aus. Der Damage in der Runde wird auch nicht reichen, oder? Ja, das ist echt bitter. Ja, das ist halt mega scheiße, wenn man Demigod wieder nur hat. Gottenks ist der einzige Gott wieder, der mir noch fehlt. So, machen wir das. Oh, man hört gerade diesen Abonnenten-Sound. Oh, 139.000. Das ist schon mal sexy. Ich hoffe, der Sound wird nicht durchgehend da sein, sonst werde ich den gleich einfach ausschalten. 18.000. Leck mich am Arsch. Nein, er hat ihn ausgeschaltet. Verdammt. Ich war echt gespannt jetzt. 139.000 vor der Ulti ist schon viel. Das ist wie bei einem Gott, bei einem Neogott wieder als Leader quasi. So. Ja, ich darf euch eh nicht bewegen. Dann machen wir so. Gogeta wird das erledigen. Oder auch nicht, scheiße. Ah, er darf ulten, immerhin. Obwohl Gogeta könnte trotzdem genug Schaden machen. Das machen AGL-Gegner. Aber ihr habt, das reicht aus. Statt meiner nächsten Runde in den Freezer-Kampf. Ich werde da wahrscheinlich die Food of Might dann endlich nutzen. Weil ich bei dem Freezer wirklich ulten muss, da er halt seinen scheiß Countdown hat, der mir auf den Sack geht. Da schreibt mir Lorenzo gerade, ja, ich komme gleich Discord. Ah, vor allem er lockt uns. Das ist kacke. Aber ich werde Goku Off-Rotation stellen tatsächlich. Weil ich hier tanken muss eh und ich jetzt kein Item auch einfach verbraten möchte. Machen wir das. Ah, selbst mit dem Item wird es jetzt nicht, dann werden wir es bei der zweiten Stage erst sehen. 75.000, selbst mit dem Item hätte ich nicht genug Ki bekommen. Das ist echt ein scheiß Problem bei diesem Team. So, wer war der zweite nochmal? Ist das Vegeto? Man sieht halt nur Goku, könnte Vegeto. Ja, ist Vegeto. Super. Hier habe ich keinen Druck und auch keinen Locken. So, das Ki lasse ich übrig. Diesmal möchte ich es nämlich echt wissen. So, das müsste ausreichen für eine LR Goku Ult. Und vielleicht auch, wenn ich den Fruit of Might einsetze, für eine LR Attacke. Mann, ich bin wirklich gespannt. Ich habe ihn halt noch nie auf SR20 100% gesehen unter einem Tech Leader. Wie sie beide ulten und hoffen, die machen was gegen meinen Tank. So, LR Goku ist back. Sogar mit Attack and Defense bis 25%. Oh, das ist geil. Ein Super Saiyajin Link. Ja, die normale Attacke haben wir. Die LR-Attacke wird nicht reichen, aber ich werde Bulma einsetzen. Und da die Fruit of Might hier eh nichts bringen wird, werde ich die einsetzen, wenn ich sehe, dass ich genug Ki zusammenkriegen würde. Alter, 210.000. Aber guck, es ist normale Attacke. Oh, komm. Erstens tankt der verdammt nochmal gut. Und 682.000. Aber, bedenket. Ja, er macht noch eine Dichte, wie geil. Man muss bedenken, er hat hier den Boost von Vegeto, die 25%, und nochmal von Bulma, die 25%. Heißt, ich würde schätzen, er würde sonst so auf 500.000 wirklich gehen mit der Attacke. Was ziemlich geil ist. Das unter einem verfickten Gottleader und Demigottleader nur, also noch nicht mal Neo. Gut, dann beenden wir das jetzt mal schnell. Ich würde zu gern die LR-Attacke sehen. Ich bräuchte aber halt eine echt gute Tech-Welle. Ich hoffe mal, die kriege ich noch. Ich habe mir auch, hier... Orbs ändernde Items halt mitnehmen können. Ey, der überlebt, scheiße.
ist es jetzt nicht nach Plan verlaufen. Obwohl, killt er ihn? Ich glaube nicht, 100.000 ist echt wenig. Verdammt! Wie knapp das war. Ich glaube, mit Gohan hat er gute Links, oder? Auf jeden Fall einen besseren als mit euren Gogeta. Ah, der Ki-Mangel ist echt schlimm. Aber das liegt jetzt auch nicht unbedingt nur an ihm, es liegt halt daran, dass ich Freezer nur habe und kein Gottanks. Aber ich weiß ja, dass man sich nochmal einen kaufen kann, das heißt, es wird halb so wild. Ich dachte, der hat schon wieder überlebt, Alter. Dann hoffe ich, dass ich eine Tech-Welle gleich habe, die ich mir aufbewahren kann. Komm schon. Ah, nicht, was ich brauche. Okay, Moment. Scheiße. Wie mache ich das? Freezer müsste in der Mitte sein eigentlich, schade. Wir machen die Orange hier weg. Das INT-Ding weg. Ja, ich hoffe mal, dass die Blauen hier ordentlich was geben. Und ich glaube, erst nächste Runde mit dem Key-Support in der Runde. Das heißt, wir könnten wirklich die LR-Attacke hinbekommen. Das ist ja eh nur mein Ziel. Dieser tankt das gut weg. Ja, kein Problem. Ah, er ist mit dem Supporter in der Runde. Das ist super. Gut, wir setzen das hier alles mal. Oh, perfekt. Und jetzt noch die Fruit of Might. Ja, wir kriegen die LR-Attacke hin. Ich werde jetzt kein damage-boostendes Item einsetzen, weil ich einfach nicht möchte, dass es hier verfälscht wird, sondern ich möchte das jetzt wirklich einfach sehen, wie er raushauen würde mit 133.000 ohne einen Boost, einfach nur mit Ki. Das ist also ein ganz normaler Goku jetzt hier ohne seine Boosts. 863.000! What the fuck? Und es geht noch ein Stück stärker. Na schade, eine Edition wäre sexy gewesen. Es geht noch ein Stück stärker. Ich hätte ja dieses Rad komplett füllen können. Alter Schwede! Das ist viel! Für ein Free-to-Play-LR ist das krank. Und das ist noch nicht unter den Neogod-Liedern. Ich bin ein bisschen buff. Gelogen, ich bin sehr buff. Das finde ich jetzt krass. Bin gespannt, ob wir das nochmal gegen den AGL sehen, weil jetzt gerade... Jetzt habe ich eine richtig krasse Tech-Welle. Oh, jetzt habe ich einen Doka-Mode mit dem Super Saiyan 4. Das ist cool, aber den lassen wir durchschrausen. Weil... Ja, ich habe keinen Bock mehr, den anzutun. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir den Doka-Mode mit LR Goku bekommen hätten. Aber wie gesagt, falls ihr ein genaues Showcase haben wollt bei einem Mega-Event, dann gerne mal Hashtag LRGoku in den Kommentaren, dann machen wir den Demi-Boss-Rush einfach mal. Ja, war mir klar, dass das ausreicht. So, jetzt hoffe ich mal, dass eine Tech-Welle da ist, damit ich schon mal gegen Vegeto ein bisschen was raushauen kann. Ah, Mini-Tech. Aber würde ich natürlich trotzdem versuchen. Wenn wir die normale Attacke genommen haben mit dem Vegeto-Boost und nochmal mit dem Boost, weil das vorhin schon so schön war. Leider ist der TOR-Link hier effektiv, das heißt, ich werde abgeschwächt. Aber das ist nicht so schlimm. 800, Alter, der Typ ist krass. Und er ultet mich direkt hinterher, da können wir auch sehen, ob ich das gut tanke. 48 Schaden? Ich habe von der Vegeto-Ult 48 Schaden bekommen. What the fuck? Ich würde gerne meine Defense gleich einmal sehen. Ohne den Boost von Vegeto. Er kriegt auch nur 800 Schaden, aber trotzdem 48 von der Vegeta-Ult. Moment. 42.000 Defense. Mit 42.000er Defense. Ich habe die Karte lang unterschätzt, wie es aussieht, weil auf SA20 kann er echt reinhauen. Maximales Dupe System, Gott sei Dank, ermöglichen sie uns das so einfach. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Muss ich zugeben. Hätte ich nicht erwartet, dass so ein Damage möglich ist von einem nicht sammelbaren Charakter. Ja, so sagt, ja, kann man sagen. Gut, und damit haben wir jetzt auch Vegeto geklärt, weil der TOR-Link macht natürlich nochmal immensen Damage mehr. Finde cool, wozu dieser Goku in der Lage ist, wenn man sich dann wirklich die Mühe macht, ihn auf 20 zu bringen und den Dupe-System komplett auszubauen. Finde ich auch cool, dass sie uns das einfach so ermöglichen, kostenlos. Sehr geile Idee vom Bandai gewesen. Auch sehr schön, dass ich dafür nochmal Stones bekomme für dieses Biest. Und ich würde sagen, das war's mit dem LR Super Saiyajin Goku Showcase auf SA20, auf dem Mini-Showcase, Verzeihung. Wie gesagt, wenn ihr gerne mal ein größeres haben wollt, wo wir den kompletten Boss-Verschluss machen, erwähne ich gerne nochmal. Hashtag LRGoku in den Kommentaren. Dann sehe ich das. Und wenn euch das Video heute gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.